Es war eines der modernsten Technologiezentren seiner Zeit. Die Heeresversuchsanstalt Peenemünde auf Usedom. Unter der Leitung von Werner von Braun startete hier 1942 die weltweit erste Großrakete ins All. Die V2 sollte die Wunderwaffe der Nationalsozialisten werden. Wurde in Peenemünde Raumfahrtgeschichte geschrieben oder wurde hier eine Vernichtungswaffe entwickelt? Die neue Sonderausstellung im Historisch-Technischen Museum beschäftigt sich mit dieser Frage und damit, wie die Öffentlichkeit Peenemünde seit Kriegsende wahrgenommen hat. Im Westen wurde Peenemünde zum diesem mythischen Geburtsort der Raumfahrt. Der Ort, an dem dieses große Menschheitsabenteuer Eroberung des Weltalls seinen Ausgangspunkt nahm. Im Osten dagegen gab es diese Raketen-Raumfahrt-Euphorie auch, aber da war Peenemünde eher außen vor, sondern Peenemünde war, wie viele andere Orte des Nationalsozialismus, auch eben ein Beispiel von faschistischer, monokapitalistischer Ausbeutung. Auch sie hat ihren Anteil an der neuen Ausstellung. Konstanze Seifert von der TU Braunschweig ist extra für 2 Jahre nach Usedom gezogen, um hier in Peenemünde zu forschen. Das Kooperationsprojekt Meta Peenemünde brachte die junge Historikerin und das Museum 2016 zusammen. Wir haben die Ausstellung zusammen konzipiert, also das Forschungsprojekt Meta Peenemünde an der TU Braunschweig zusammen mit dem Kurator hier am HTM Peenemünde, Philipp Aumann. Wir waren auch in der Auswahl der Objekte eingebunden, weil wir hier in der Sammlung geforscht haben. Und insbesondere ich habe die Besucherbücher analysiert und auch Besucherbefragungen durchgeführt im letzten Jahr. Und ja, ich hoffe, dass das hier auch wieder gespiegelt wird. 300 Exponate umfasst die neue Sonderausstellung Krieg oder Raumfahrt. Bücher, Zeitungsartikel, Filmausschnitte, Skulpturen oder Originalteile der V2. Kaum Leihgaben sind darunter, das meiste stammt aus den hauseigenen Archiven und Objektsammlungen. Schnell wird klar, die Geschichte der Heeresversuchsanstalt ist untrennbar mit der Figur Werner von Braun verbunden. Massenmediale Darstellung braucht Stars, braucht eben Figuren, an denen man eben eine Geschichte verbildlicht, verkörperlicht. Und das war in Peenemünde, war das Werner von Braun. Bis 2022 will das Museum auch seine Dauerausstellung umgestalten. Nicht nur die Geschichte Peenemündes betrachten, sondern auch ihre Wirkung. Dieser Ansatz soll dabei noch weiter vertieft werden.